Die absoluten Glücksmomente entstehen, wenn man sich selbst auf der Bühne ein bisschen vergessen kann. Das funktioniert auch nicht immer, weil man kann den Körper nicht so kontrollieren, es ist ja keine Maschine. Also, aber manchmal aus irgendeinem Grund kommen diese fast schon magischen Momente irgendwie zustande, wenn man auf einer besonderen Geige vielleicht spielt und dann noch die Musik, die einen besonders bewegt, das genießt man dann sehr. Den ersten Kontakt hatte ich natürlich mit meinem Vater, der war auch Geiger. Mein Großvater war auch Geiger im Mozarteum-Orchester, der war dort Konzertmeister. Meine Mutter ist Cellistin. Also die ganze Umgebung zu Hause war voll mit Musik. Und so ist das eigentlich entstanden, langsam. Ganz ungezwungen eigentlich. Kunst kann polarisieren, Kunst kann provozieren, Kunst kann verliebt machen und Musik kann verliebt machen und Musik kann auch wieder entlieben vielleicht. Also. Mir ist persönlich wichtig, dass ich mich nicht verstelle, ich selbst bleibe beim Musikmachen und so kommt dann auch eine ganz authentische Interpretation, glaube ich, zustande. Sich künstlerisch entwickeln kann man, wenn man überhaupt keinen Druck verspürt. Ich will damit nicht sagen, dass kein Druck da ist. Der ist enorm in unserem Geschäft. Die eigentliche Kunst ist, diesen Druck nicht an sich heranzulassen und die Musik als Ventil zu nutzen. Ich glaube, man kann das ganz gut mit einem Fußballspieler vergleichen, der vielleicht sein ganzes Leben lang trainiert und dann ist Endspiel in der Weltmeisterschaft und er muss den entscheidenden Elfmeter schießen und alle erwarten von ihm, dass er reintrifft. Ja? Und wenn er vielleicht mit dieser Freude und dem Spaß am Sport an die Sache rangeht, dann trifft er direkt ins Kreuzeck. Und, aber wenn er schon mit der Einstellung irgendwie aufs Feld geht oder in meinem Fall auf die Bühne, ich muss das jetzt unbedingt, ich muss jetzt alle Leute überzeugen, dann trifft er daneben. Ja. Ich sehe mich in der Zukunft auf alle Fälle mit dem Geigenkasten in der Hand und egal wo das sein wird, es wird mit der Geige, mit Musik, mit Kunst zu tun haben. Also ich wüsste gar nicht, was ich für eine Person wäre ohne die Geige. Ja? Also das ist bei mir so Hand in Hand, das ist eigentlich wie ein verlängertes Körperteil mittlerweile schon die Geige. Ich meine, ich bin die Geige. Ich weiß nicht, wie ich wäre ohne das Instrument. Es ist sehr interessant, sich das vorzustellen. Ja.